Herzlich willkommen hier zurück zu Total Warhammer 3, meine lieben Freunde. Wir sind hier erfolgreich. Man könnte es kaum glauben, wenn man das hier anguckt, aus dieser Schlacht rausgekommen. Ich gönne mir deswegen die Verlustversteigerungsrate, auch wenn sie nicht wirklich eine Rolle spielt. Wir werden also Averheim fürs Erste halten dürfen. Aber das war ein Close Call gegen die Ogre. Ich bin total überrascht, wie stark die uns hier gerade eben bedrängt haben. Denn dank der Legendär-Boni sind die Ogre nicht am Weglaufen, wie sie normalerweise immer gleich am Weglaufen sind. Und dann hauen die halt auch richtig rein. Also ich meine, die sind dann halt auch in kleiner Zahl noch sehr gefährlich, ne? Nein, Louis, das mache ich gerade eben nicht. Ich habe gerade andere Sorgen. Ich kann mich gerade eben nicht mit den Vampiren befassen. So, die Kurfürsten ziehen schon wieder in den Krieg. Ich stoppe diesen dämlichen Krieg. Hört auf, Krieg zu führen! Diese komischen Kurfürsten, ich sag's euch. So, wir haben jetzt hier massenproduzierte Handwaffenmunition. Und wir sollen hier in einem Gebiet etwas plündern. Also Stirland oder... Also irgendeinen Feind der Fraktion Stirland soll ich plündern. Feinde des Imperiums, Norska Chaos, Krieger Tiermenschen wären später natürlich auch sehr, sehr cool, wenn ich da noch mehr Waffenstärke hätte. Bonus gegen Ogre wäre auch geil. Ganz im Ernst, ich hole mir jetzt hier diese Boni, die kann ich später definitiv irgendwann gebrauchen. So, du wanderst jetzt hier erstmal hoch nach Middenheim. Ich kann es eigentlich nicht dulden, dass der Ogre hier ewig rumläuft, ne? Wie lange braucht die Stadt hier, um sich zu regenerieren? Wahrscheinlich relativ lang. Gott! Das ist ein Riesenhaufen Leichen, ey, ich sag's euch. Ja, Level Up für Silber an der Stelle einfach mal. So als kleine Übersprungshandlung, der jetzt im Grunde nur noch den Mentor und später den Beraterkram noch bekommen kann. Ich kann, so wie es aussieht, Talabheim gar nicht nehmen. Aber ich kann Helgig nehmen. Und ich glaube, ich werde es besetzen. Ja, Helgig ist nun mein. Und damit habe ich jetzt auch hier die Kurfürstenwürde von Helgig. Oh, und das ist leider down gegangen. Also die Kurfürsten... jetzt habe ich die treffsicheren... Die Gundermanns treffsicheren Musketenschützen. Oh, die will ich jetzt auf jeden Fall auch haben, weil die können richtig gut mehr Schaden machen. Ich muss mir dann bloß überlegen, wer jetzt hier halt einfach der Herr des Ganzen sein wird. Gundermanns. Oh, ich habe hier wieder eine Einheit Armbrustschützen. Ich glaube, dass ich jetzt hier die... Wo sind sie denn? Ach, ich brauche erst den Kurfürsten und dann habe ich natürlich die Truppen. Ja. Dann werde ich kurzzeitig, aber auch wirklich nur kurzzeitig, einen von euch jetzt hier rein rekrutieren. Du wirst... Ah, nee, Luke ist ja wieder da. Aber Luke ist, glaube ich, schon. Genau, Luke ist hier. Kai Baumann... Hier habe ich auch übrigens noch keinen. Also ich muss dringend jetzt Leute von euch kurz mal ins Spiel reinholen. Ich muss euch dann leider kurzzeitig auch wieder rausnehmen, aber keine Sorge, ihr werdet wieder reinkommen. Diesen Disziplinierten hier. Master Engineer. Und du bist jetzt niemand Geringeres als Bierentchen. So, Bierentchen ist jetzt da. Wie gesagt, du bist jetzt nur kurz da, damit ich jetzt hier weiß, dass du das bist. Ich kann dich gerade eben leider noch nicht gebrauchen, aber wir werden dich später noch mit reinnehmen. So, Bierentchen, wie gesagt, soll jetzt hier die Rolle dieses Kurfürsten hier übernehmen. Damit hast du jetzt hier sogar noch die Goblin-Geißel bekommen. Aber das ist nicht unbedingt etwas, das du dringend brauchst. Und hier muss ich halt auch noch was tun. Mutters Verderben. Wen... rekrutiere ich denn da noch schnell rein? Ich glaube, ich nehme nochmal einen Fürst des Imperiums.
würde ich machen. Achso, hier kann ich das nicht. Ich kann das nicht in derselben Stadt oder wahrscheinlich nicht in derselben Provinz nochmal machen, ne? Ja, dafür muss ich jetzt in eine andere Provinz. Danke, liebes Spiel, für deine lustigen Ideen. Monsterjäger? Bonus gegen große Feinde. Ja, komm, einer von euch wird nochmal ein Sigmar-Priester. Und das war dann der Belrair. Belrair, du dienst Sigmar höchstpersönlich. So, dann kommt Belrair da jetzt rein. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ob ich dich hier sogar so lassen will. Nee, der Witz in der ganzen Sache ist, ich werde dich sogar dadurch zurückschicken, dass ich dich respecken werde. Aber du hast jetzt ja auch die Runenklinge von Avaland. Was ja auch nochmal mehr Nahkampfangriff bringt, was ja wiederum sehr, sehr gut ist für diese Charakterklasse. So, also, wir haben jetzt hier diese ganzen Gebiete unter Kontrolle und damit auch die Staatstruppen. Und jetzt möchte ich mal gucken, wie das jetzt hier aussieht. Na, also, wir, ja, da haben wir hier Gundermanns sind da. Das Dumme ist bloß, ich habe keine Kohle. Wo ist meine Kohle? Wo habe ich die hin? Ich muss mal gerade eben hier alles durchgucken. Das kann ja wohl irgendwie nicht sein. Warum habe ich kein Geld? Bin super irritiert. Okay, dann ist es halt so. ich kann jetzt hier mit Clan Angrund ein bisschen Geld machen. Das ist gut. Die Zwerge sind also so langsam aber sicher Freunde von uns. Ich fange an, mit den Waldelfen zu handeln, aber mehr mache ich mit ihnen nicht. Ich will nur die Kohle haben, die sie mir bieten können. Weil das ermöglicht mir jetzt hier wiederum dann natürlich die Staatstruppen hier weiter in die Armee mit reinzunehmen. Was für mich jetzt wieder bedeutet, dass ich einige Einheiten, die eigentlich ganz gut sind, löschen muss. Aber ich glaube, dass ich unterm Strich hier mit den Gundermanns sehr viel besser fahren werde. Also die machen momentan 18 und die machen halt jetzt schon 21. Wie man jetzt hier gerade eben sehen kann. Ach, Entschuldigung. Die machen jetzt 21 und die werden später, weil jetzt, wo sie 18 machen, deutlich mehr machen. Also das, der Höchstschaden für die Normalen ist 21 und die werden halt 50% mehr machen. Die werden halt am Ende bei 27 oder so sein, wenn ich Glück habe. Das Problem ist jetzt bloß, mehr von denen herzubekommen. Ich will auf jeden Fall gleich noch diese Speerträger hier gegen dir austauschen. Und nochmal eine Einheit Armbrustschützen. Ich glaube, ich werde danach nochmal eine Einheit Armbrustschützen nehmen, weil die dann hier, guck mal, die machen auch schon 29. Also die werden auch unterm Strich deutlich krasser sein. So, der Herr Poldinger ist hier. Hier Grenzstadt wird hier, glaube ich, jetzt hier schon so gut wie angegriffen von den Zwergen. Wo sind die Chaoskrieger hin? Ich guck mal, was mit Wolfenburg los ist. Ist dahinter irgendwie eine feindliche Armee? Nein. Ich muss eigentlich jetzt hier Gorsel und Co. demnächst verteidigen, aber ich habe die Kohle nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich die Kohle nicht habe. Das leuchtet mir gerade eben nicht 100%. Ich weiß wirklich nicht, wo das Geld hin ist. Ich habe doch gerade eben nur Lords rekrutiert, die schon mal die Anfangskosten hatten. Die Anheuerungskosten. Naja, es wird schon irgendwie einen logischen Grund geben, auch wenn er mir gerade eben völlig entgangen ist. Nein, das will ich nicht. So, da kommt jetzt hier noch mehr Festus und hier kommt Festus. Es wird mir ein Festus, ihn platt zu machen, ich sag's euch. So, jetzt haben wir einen Bonus gegen Oger und Grün heute und dann möchte ich noch den Bonus haben gegen das. Ach, da habe ich mein Geld versenkt. Ja, 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 ich habe es in der Forschung versenkt. Jetzt macht das alles wieder Sinn.
Okay. Ich werde hier diesen Armbrustschützen reinnehmen. Für diese überteuerten hier. Jetzt habe ich drei Patrouillen des Flusses. Die halt, wie man sehen kann, hier schon wirklich deutlich krasser werden. Und dann werde ich halt später noch diese Musketenschützen dann austauschen, sobald es halt geht. Genauso wie ich auch diesen Speerträger austauschen muss. What? Ich denke, dass ich diese Schlacht hier gewinnen kann. Ich werde es versuchen. Raise your weapons. Das Spiel macht sogar daraus einen knappen Sieg. I take it. Nehmen die Verlustverstärkungsrate. Und dann nehmen jetzt wir, sobald wir können, noch die Bronzefestung. Das Dumme ist, ich kann sie nicht sofort nehmen. Moment. Ich muss zurück auf meinen eigenen Grund und Boden. Dann regeneriere ich nochmal. Ich kam leider doch nicht mehr in die Siedlung ran. Aber es war auf jeden Fall ein wertvoller Sieg. Wir machen hier noch, wie ihr sehen könnt, noch mehr Verlustverstärkungsrate. Das war super wichtig. Dann können die jetzt hier noch schneller sich heilen. Ja, Berater des Kommandanten. Ah, das lohnt sich nicht. Nee, ich mache das mal Auskundschaften. Und dann den Schild des Glaubens jetzt hier für den Treuherzigen, sowie mehr Leidenschaftlichkeit. Und seine Glutaugen. Und so langsam aber sicher denke ich auch über eine Nahkampfwaffe für ihn nach. Ich glaube, du bekommst jetzt wirklich die Runenklinge? Wobei, nee, die Runenklinge ist nur für jemanden gut, der auch safe trifft. Die Sigma-Priester sind da so ein bisschen schwach auf der Brust. Ja, oder ich gebe dir jetzt hier die Meteorrüstung. Trank der Tollkühnheit, Federrupfenanhänger. Talisman des Schutzes. Goldenes Siegelschwert von Anfang. Verzauberte Objekte. Habe ich, glaube ich, nichts, was sinnvoll wäre. Also ich nehme dir jetzt auf jeden Fall auch wieder den Gaul, weil, wie gesagt, du bist der Infanterieunterstützer, mein Freund, mit Schild des Glaubens und so ein Kram. Das finde ich persönlich gut. Dann machen wir nochmal eine Belobigung für Karl Franz. Dass seine Level-Ups hier noch schneller gehen. Ihr bewacht hier immer noch Altdorf. Und ihr geht jetzt hier nach Middenheim, denn ich möchte nicht, dass Middenheim hier fällt. So, hier machen wir Verteidigung rein. Und hier machen wir... Ah, hier ist schon Verteidigung. Das heißt, ich kann jetzt hier... versuchen, die Truppen... Ne, die Truppenrekrutierungsdinger haben wir schon. Ja, dann mache ich mal hier die Rekrutierung für Sigmar-Priester bei Marienburg. Wurtbad. Ich guck mal, ob ich das hier ausbauen will oder lieber was anderes. Nee, ich möchte Middenland weiter forcieren. Eieieiei. Da sind einige Oger. Oh, Ivresse, die Hochelfen möchten mit mir handeln, aber lieben gerne doch. Okidoki. Dann gehen wir in die nächste Runde. Also haben wir jetzt Kontakt mit den ersten Hochelfen. Ja, dich lasse ich mal hier stehen. Wolfenburg wird für uns super wichtig, dann haben wir endlich mal Gold. Naja, in ein paar Runden. Aber vorher holen wir uns jetzt hier die Bronzefestung. Das wird ein harter Schlag für Festus, wenn ich das erobere. Ey, ich bin ja so gespannt, wie krass die Armee von Imperator Karl Franz noch sein kann. Ich bin auch gerade im Überlegen, ob ich wirklich mehr Speerträger will.
Ich habe mich noch nicht entschieden. Okay, positives Wachstum. Eine Jagd zu zweit. Ja, ich erhöhe die Lehnstreue, das mache ich jetzt schon. Also, ein übereifriger Hexenjäger wurde wiederholt dabei beobachtet, das Volk von Nordland terrorisiert und Dutzende Bürger aufgrund von kaum tragbaren Beweisen exekutiert zu haben. Ganze Dörfer wurden von diesem düsteren Agenten bis auf die Grundmauer niedergebrannt. Der behauptet, eine vollständig sanktionierte Mission zu erfüllen und alle mutmaßlichen Anhänger der dunklen Götter im Staate vorausschauend aufspüren will. Nach näheren Untersuchungen könnt ihr durch eure Verbindungen zum Kult des Sigma bestätigen, dass dieses Individuum in der Tat ein vom Staat beauftragter Templer ist, wenn auch ein extrem fanatischer. Es könnte in eurem Interesse liegen, Nordland von seinem Kummer zu befreien, indem ihr den Hexenjäger vom Dienst freistellt. Andererseits ist es keine kleine Aufgabe, die notwendige politische Unterstützung zu erhalten, um einen imperialen Erlass direkt an die Sigmariten zu stellen. Ich mach's über Geld. Aber wisst ihr, er lässt sich bestechen. Er ist besonders fanatisch, lässt sich aber bestechen. Also, wir haben jetzt die Norse-Boni. Die Elfen-Boni, die sparen wir uns gerade eben. Jetzt machen wir erstmal nochmal bei den Fernkämpfern weiter. Ich möchte... Ah nee, das ist ja für die falschen Einheiten. Genau, die ausgebildeten Schützen. Die verbessern wir jetzt hier. Jetzt nehmen wir, wie gesagt, nochmal die Bronzefestung. Ich meine, die gute Nachricht ist, das ist nochmal eine Attacke für uns gewesen. Nee, ich werde das Ding hier plündern und besetzen. Helm der Zwietracht wurde erobert. Also die Bronzefestung gehört uns. Wir kümmern uns jetzt hier um Wachstum und um ein bisschen Geld. Level 44. Will ich jetzt den Kopfjäger machen? Ja. Ich mache jetzt hier noch schnell den Kopfjäger. Dann habe ich noch mehr Bewegungsreichweite. Du machst hier noch mehr Auskundschafterei. Und du bekommst noch mehr Glutaugen. So, das ist, wie gesagt, sogar eine komplette Provinz jetzt hier geworden. Okay, Festus ist hoch, höchstpersönlich hier unterwegs. Ich versuche jetzt hier Karoburg weiter zu sichern. Und wir werden jetzt hier diese Armee von Christian Haupt anfangen zu verbessern. Was für mich bedeutet, dass er jetzt erstmal Elite des Imperators bekommt. Ja, wir gehen jetzt hier erstmal auf eine so halbwegs Budget-Armee, wenn ihr mich fragt. Wir haben auf jeden Fall hier die maximale Wachstumssituation, das brauche ich nicht. Also wir gehen jetzt hier auf Rekrutierungskosten und Rekrutierungskapazität. Wir werden hier, wie gesagt, noch nichts tun. Hirschburg, also wir werden hier drin bleiben in Middenheim. Einberufung, wir könnten noch die Einberufung machen. Dann kann ich hier schneller Truppen rekrutieren. Das ist cool. So, nochmal einen Armbrustschützen. Ja, ich lasse mal den Christian jetzt hier kurz mal eine Runde laufen. Dich hole ich jetzt hier mal zurück. Ich brauche jemanden, der diese Armee jetzt hier verlangsamt. Es zumindest versucht. Wir werden Wurzbad versuchen auszubauen. Dotternbach. Will ich nochmal ein bisschen Wachstum jetzt hier generieren von Nullen. So, wie sieht's aus? Immer noch hier dasselbe. Hier hat sich nicht viel getan. Okay, aber wir haben es jetzt geschafft. Wir sind jetzt hier bei 58. Ne? Wir haben jetzt wieder positives Wachstum. Und demnächst können wir vielleicht sogar mit der imperialen... Okay, das dauert noch eine Weile. So schnell, boah, ja, plus 76, das ist ja drei Viertel des Imperiums. Nee, es ist sogar mehr als drei Viertel des Imperiums. Das, könnte dauern. Oh, ich muss ja auch noch für die Stadt da oben den Kurfürsten ernennen. Tja, so kommt dann Targaryen ins Spiel, Freunde.
Ich gehe halt einfach jetzt hier meine Liste durch, ne? So. Und wir sind wieder dran. Middenheim wird belagert. Tja, das sollen sie gerne mal versuchen. Also, oh. Das ist ja gar kein Gebiet. Das ist ja gar keine. Das hier ist es. Okay, hier gäbe es dann hier die Bihandkämpfer Zweihandschwerter. Boah, die wären schon geil, sind wir mal ehrlich. Weil wenn die nochmal 50% Schaden obendrauf bekommen, muss ich mir ernsthaft überlegen, ob das was wert wäre. Wir gehen jetzt erstmal dahin und werden das jetzt hier an den Kurfürsten zurückgeben. Und dann werden wir sie angreifen, sobald wir können. Ihr haltet es hier einfach kurz aus. Ich behaupte, ihr haltet das auch aus. Das penumbrische Pendel schon mal als Zauber. Klingenmeister für Buddy. Okay, wir brauchen jetzt hier noch mehr Fernkämpfer. Jetzt kann ich hier schon 4 Einheiten machen. 1, 2, 3. Armbrustschützen, habe ich schon mal 4 Armbrustschützen. Dann nehme ich noch mal einen weiteren Schwertkämpfer mit. Machen hier irgendwelche Staatstruppen Sinn? Theoretisch. Elspeth von Draken. Elspeth hält hier immer noch den Laden zusammen. Grimmige Entschlossenheit für Telgrim. Nee, ich glaube, ich will erstmal, dass du Nahkämpfe besser überstehen kannst. Was nützt es dir, mutig zu sein, wenn du mutig und tot bist? Ich denke, das ist ein nachvollziehbarer Punkt. So, oh, wisst ihr was? Ich werde mal Elspeth ersetzen. Und zwar gegen einen von euch. Ja, Luke, komm, du bist jetzt hier wieder im Spiel. Also marschieren. Ich gebe dir auf jeden Fall, halte die Linie. Schwer zu treffen. Das ist der Anfang. Ansonsten haben wir jetzt hier halt eine wilde Mischung an Truppen. Ich gebe dir die Pistolenkorps, weil ich will, dass deine Fernkämpfer sehr, sehr gut sind. Und der blanke Stahl wäre eigentlich ganz gut, aber ich gebe dir eher die Elite des Imperators noch. So, jetzt bist du auch da. Ich guck mal gerade, wie deine Ausrüstung ist. Ja, der Schenkelbeißer ist dahin. Du brauchst noch eine Rüstung. Wir haben noch eine Silberstahlrüstung übrig. Und dann brauchen wir noch einen Talisman. Ich mach Obsidian-Amulett. Große Obsidian. Beide selbe Stufe. Beide selber auf dieselbe Art und Weise fragwürdig. Ich habe nochmal eine Meteoreisenrüstung. Nee, dann bekommst du eine Meteoreisenrüstung, mein Freund. Okay, Federrupfenanhänger ist nichts, was er jetzt gerade eben braucht. Verzaubertes Objekt Flügelfluchreif. Trank der Tollkühnheit. Ja, wir kombinieren jetzt die noch kurz zusammen. Okay, das brachte ihm noch einen verbotenen Stab, der mir aber nichts bringt. Wir haben aber noch einen Helm der Zwietracht. Ockenjay freut sich sicherlich auch über so etwas in der Art. Also jetzt bekommst du die Silberstahlrüstung. Ja, waffentechnisch geht da nichts. Du bekommst den Helm der Zwietracht. Okay. Yes, my lord. Ansonsten bleibt jetzt immer noch hier stehen und bewacht immer noch dieses Gebiet. Hergig. Habe ich kein Geld, um weiter auszubauen. Okay, Diplo. Die nördlichen Provinzen wollen nicht Angriffspakt. Den mache ich zumindest mal kurz. Auch wenn ich sie später noch erobern können muss. So, Wiesenland. Ich baue jetzt hier im Wiesenland noch mehr Wachstum für Nullen. Und jetzt schauen wir mal, wie die Situation jetzt hier gleich mit Festus aussieht. Denn ich möchte natürlich mit Karl Franz höchstpersönlich Festus besiegen.
Ich hoffe, dass der Perk, den ich da bekomme, mir noch hilft. Oh Gott, Averheim schon wieder. Nein! Das kann ich nicht schaffen. Das sind mehr als vorher. Oh, verdammt. Okay, wir haben Averheim verloren. Das ist nicht gut. Das Imperium brennt im Osten mal wieder. Entschuldigung. Die Fruchtbaren greifen uns jetzt hier an. Du bist ja drauf, Junge. Okay, der ist wirklich drauf. Ich nehme die Kohle. Ja, in dem Fall nehme ich die Kohle. Der hat uns ernsthaft da oben gerade eben angegriffen und hat Middenheim jetzt einfach in Ruhe gelassen. Warum? Hat der wirklich geglaubt, dass er das gewinnt? Ich glaube, dass die Autoberechnung irgendwelche Faktoren, die ich habe, nicht kennt. Tja, genau, das wollte ich haben. Verlustverstärkungsrate und weniger Vitalitätsverlust. Das macht halt jetzt diese Truppe halt noch viel krasser. Und das Gute ist, wir haben ja sogar wirklich nochmal mehr regeneriert. Also mein Weg führt mich jetzt hier rüber, Richtung Wolfenburg. Majestätischer Vollstrecker. Das ist Quatsch mit der lokalen Provinz. Das ist absoluter Unfug. Aber mehr Waffenstärke wäre durchaus interessant. Ja, komm, wir machen jetzt hier die Reise des Imperators. Noch mehr Auskundschafterei für dich. Und du kannst nun endlich das Seelenfeuer machen. Also, wie gesagt, Wolfenburg werden wir als nächstes uns jetzt holen. Jetzt möchte ich hier noch mehr Wachstum haben. Kann das jetzt direkt schon mal aufbauen. Krudenwald gehört es halt quasi den anderen hier. Den, wie heißen sie? Hochländern, genau. Nicht Nordland, Hochland war der Name. So, auch hier mehr Wachstum rein. Dann gibt es ein Level-Up jetzt hier für Barbara Slanisch. Wir werden jetzt hier die Armee noch weiter ausbauen. Ja, die Frage ist bloß, was nehme ich da rein? Also, es wäre natürlich schon cool, nochmal so eine Reichsgarde hier mit drin zu haben. Ja gut, komm, zwei Stück wären schon nicht schlecht. Ich nehme nochmal zwei... Genau, oder? Ja, ich nehme nochmal zwei Stück von denen. Oder kann ich hier etwas rekrutieren? Nein. Also ich könnte die hier rekrutieren. Ich finde auch den ermutigenden Effekt ziemlich, ziemlich cool. Also ich kicke jetzt die hier tatsächlich raus und hole mir stattdessen jetzt noch die da. Weil ich mag es, dass sie Schilde haben, Leute. Das ist richtig, richtig gut. 60% Geschossabwehr macht sie wirklich effizient. Und die werden halt früher oder später halt auch noch richtig gute Werte bekommen. So, für dich gab es ein Level-Up, Archlector. Dann werde ich... Bei dir ist es Elite des Imperators, genau. Überspringen wir dich. Die Festung Soll ist ziemlich kaputt. Es könnte aber auch sein, dass das Ska... Oh. Ja, da sind Skaven drin. Ich muss eine Armee darunter bewegen. Auf jeden Fall muss ich das. Ich spreche nochmal eine Belobigung für Karl Franz aus. Wie gesagt, das brachte ihm nur seinem Level-Up näher, aber er hat es nicht bekommen. Okay, ich glaube, dass ich die jetzt hier vielleicht dann doch eher da unten brauche in diesen Gebieten. Lieber Dark. Hier machen wir nochmal den Sigmar-Tempel vollendet. Oh. Ich glaube, sie versuchen jetzt hier einen Angriff.
Es kann geradezu danach schnuppern, ich sag's euch. Die Fruchtbaren haben noch zwei Siedlungen. Also ich sehe diese eine da. Wo ist die andere, die sie angeblich haben? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wisst ihr, was das Gute ist, dass ich hier das trotzdem behalten darf? Das ist so fantastisch. Okay, Freunde. Oh, wisst ihr was? Nee, warte mal. Ich werde mal Belrea jetzt hier... Hallo? Warum kann ich sie nicht austauschen? Ach so, ich muss sie rauskicken. Genau, jetzt ist Belrea derjenige, der was sagt. Du musst jetzt hier den Blutbringer bekommen, mein Lieber. Aber du bist ja noch gar nicht auf dem Schlachtfeld, ne? Ich habe das hier nur kurz mal geändert. Also, dann machen wir beim nächsten Mal weiter, Freunde. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.